Hi, mein Name ist Marc. Und ich bin Niklas. Herzlich willkommen zu Finanzen im Blick. Heute haben wir euch den absoluten Kracher mitgebracht. Es ist die Multi-Risk. Und der Name sagt es schon, viele Risiken können damit abgesichert werden. Unter anderem dann nämlich, wenn ich einen Unfall habe, kann ich abgesichert sein. Wenn ich eine Grundfähigkeit verliere, kann ich abgesichert sein. Wenn ich Pflegefall wäre oder wenn ich eine schwere Krankheit bekomme. Also eigentlich alle Möglichkeiten, das Komplettpaket einmal mit drin. Das ist aber eigentlich nur eine andere Beschreibung dafür oder beziehungsweise für eine Grundfähigkeitsabsicherung, was wir aber halt eben schon vorgestellt hatten. Dementsprechend wollen wir jetzt heute auf den Sachbereich eingehen. Das heißt, also so eine Versicherung kann auch als Sachbasis geführt werden, wie zum Beispiel eine Hausrat oder Haftung. Genau, und dann nur einmal so zu überlegen, ich sichere mein Leben ab mit einer Sachversicherung. Was ist denn daran jetzt die Krux, außer dass das namentlich irgendwie nicht so ganz zusammenpasst? Die Krux ist, eine Sachversicherung kann jedes Jahr neu bestimmt werden, was es denn so kostet. Richtig. Und die Gesellschaft kann aber sogar auch sagen, das Risiko ist uns mittlerweile zu hoch. Wir versichern sie einfach gar nicht mehr von dem einen Jahr auf das andere. Genau. Und ja, wenn es jedes Jahr angepasst wird, schauen die jedes Jahr, Mensch, du bist ein Jahr älter geworden, das kostet dich mehr. Du bist ein Jahr älter geworden, das kostet dich mehr. Wenn ich ein junger Mensch bin, geht das vom Preis her. Bei den meisten ist es aber so, wenn ich so 35, 40 werde, dann kostet das Ding so viel Geld, dass ich das eigentlich keiner mehr leisten will. Und genau darauf wird aber auch gepokert, weil ja, klar. Da will ich ja keinen mehr absichern, wenn der wirklich mal Gefahr läuft, dass dem irgendwas passiert. Ähnlich sieht es eben bei den Leistungen aus, wenn wir jetzt sagen, da ist eine Unfallversicherung mit drin und das heißt, leider in diesem Fall, ich müsste zu 50% mindestens ein Invalide sein, was halt aus der Unfallversicherung einhergeht, erst dann bekomme ich Leistung. Schon mal ein Happen. Im Pflegebereich, den ich dort auch mit drin habe, gibt das nicht so wirklich irgendwelche Richtlinien, wann jetzt irgendwie genau geleistet werden muss? Das ist von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich. Die einen sagen, Mensch, Pflegestufe 1, da schauen wir mal das erste Mal. Andere sagen, boah, wir schauen uns das ein bisschen anders an. Du brauchst drei ADLs. Und ADLs sind? Activities of Daily Living nennt man das Ganze. Das kommt eben aus dem Kranken- oder Pflegebereich. Und das heißt zum Beispiel, ich kann nicht mehr selbstständig essen, ich kann mich selber nicht mehr waschen oder eben mir die Haare bürsten oder sowas. Das ist auch so ein Punkt. Genau, also auch da die Grenze ein bisschen hochgesetzt. Ja. Geht aber noch. Bei den schweren Krankheiten? Da sieht es schon, also wir kennen es mittlerweile von der SKV, von der schweren Krankheitenvorsorge, die wir euch schon vorgestellt haben. Hier sind es aber wirklich nur ein paar sehr bekannte. Genau. Also was euch gerade so einfällt an der schweren Krankheit, das könnte mitunter daran drin sein. Und dann aber bei den Leistungen mit Schlupflöchern hier und Schlupflöchern da, weil, oh Mensch, nur in diesem einen Fall, nehmen wir jetzt mal Krebs, tut mir leid, das ist nicht die Krebsart, die dort abgesichert ist. Genau. Ja. Moment mal. Lymphdrüsenknebs ist drin, aber Hirnkrebs, nein, leider nicht. Schwierig. Genau. Ja, und bei der Grundfähigkeit ist es wirklich eigentlich das Spannendste, muss ich sagen. Oh ja. Denn wir haben da echt eine richtig späte Leistung. Sofortige Leistungen bekomme ich, wenn ich komplett blind bin, wenn ich komplett stumm bin oder wenn ich komplett taub bin. Aber nicht, wie wenn die Gesellschaft sagt, man kleinere Beschwerden hat. Kleinere Beschwerden sind darunter gefasst, wie zum Beispiel Hand ab oder Hand nicht mehr zu gebrauchen oder derartiges. Aber es ist halt nur eine Hand, man könnte ja mit der anderen auch noch was machen. Dementsprechend müsste schon beides weg sein und vielleicht dazu nochmal gebrauchtes Bein oder sowas. Wobei auch nur das Bein mich zur Lösung oder zum Auslöser führen würde. Genau, weil das wird dann alles so ein bisschen aufsummieren. Und wenn man da so eine Grenze erreicht hat, dass die sagen, so jetzt, Mensch, jetzt geht's dir ja wirklich scheiße, das dauert ein bisschen. Also nicht wirklich sinnvoll. Nein. Unser Fazit daraus ist, cool, dass das von allem ein bisschen kann, aber dafür nichts wirklich. Also im Endeffekt, nicht!